Hast du schon mal die Geschichte gelesen, wo ein reicher Jüngling zu Jesus kommt und ihn fragt, was er tun muss, um ins Reich Gottes zu kommen? Und Jesus stellt die Gegenfrage und der Jüngling sagt, ja, er hat alle 10 Gebote eingehalten von Moses, er war immer ganz ein braver und guter. Und Jesus sagt, okay, das ist richtig, das hast du gut gemacht und jetzt schenk deinen ganzen Reichtum an die Armen, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben und dann folge mir nach. Die Armen freuen sich, weil sie denken, haha, Jesus gönnt keinem Reichen Reichtum. Und die Reichen denken, oh, Jesus will mir ans Geld. Aber es geht gar nicht darum. Es geht um die Geisteshaltung. Jesus braucht nicht Menschen, die möglichst viel raffen wollen, die möglichst viel ansammeln wollen. Jesus braucht Menschen, die ihren Reichtum weitergeben. Und darum geht es auch in der geistigen Welt, in die uns Jesus mitnehmen will. Nicht, dass wir möglichst viel geistiges Wissen ansammeln, sondern dass wir auch beginnen, das weiterzugeben an andere. Jesus hat Leute mitgenommen, die er wieder rausgeschickt hat, um das weiterzugeben, was er ihnen erzählt hat. Und er sagt auch, dass das die Grundlage einfach ist, um ins Reich Gottes kommen zu können. Dass wir das, was wir von Gott bekommen, großzügig an andere Menschen weitergeben. Wir leben in Deutschland, in einem reichen Land. Und für biblische Verhältnisse sind wir alle Reiche. Und unsere Geisteshaltung ist einfach die der Reichen, dass wir einfach so viel wie möglich für uns behalten wollen, so viel wie möglich ansammeln wollen und versuchen auf die Art und Weise reich zu werden. Jesus hat aber andere Art und Weise, in der er uns Reichtum verspricht. Er sagt, wenn wir anfangen, unseren Reichtum zu verschenken, dann kann der Reichtum im Himmel wachsen.